mein neues Projekt. Es ist eine Leopard-Mod von The Havilland. Wie ich finde, ein wunderschönes Flugzeug. Habe ich im Internet gesehen, habe mich sofort drin verliebt. Leider Gottes gab es keinerlei Unterlagen oder einen Hersteller, der die baut, außer in ganz winzig. Ich wollte es ein bisschen größer haben. Daraus geworden ist jetzt eine 2-Meter-Maschine, komplett am Computer, CAD in 3D konstruiert, dementsprechend auch gefräst. Ich habe sie elektro gemacht. Den Akku wird hier vorne reingeschoben, wie man sieht. Das ganze Teil hier vorne inklusive dem Verschluss ist auch am Computer konstruiert und 3D gedruckt. Funktioniert dann wie folgt: einfach draufschieben nach oben. Schon ist es fixiert. Das war es auch schon. Ganz nett eben solche Sachen wie dieses Aluminium. Die Verkleidung hat mich ziemlich viel Kopfzerbrechen gemacht, inklusive die Tragflächen, die eigentlich nicht abmontiert werden, sondern zum Transport nach hinten geklappt werden. Ja, so viel zum Modell. Wiegen tut sie 2,8 Kilo mit Akku, flugfertig. Der Akku ist ein 5000er 4S. Verbaut ist ein Scorpion-Motor, pro Volt 800 Umdrehungen. Leistung mehr als genug. Man kann sie ohne Probleme mit 8 bis 10 Ampere fliegen. Also Flugzeit zwischen 10 Minuten, Viertelstunde, je nach Flugstil. Gut, dann schauen wir uns mal an, wie das Teilchen fliegt.